So, was heißt jetzt los jetzt? Die Feuerwehrleute schlafen natürlich nicht in der Feuerwache, sondern sitzen zu Hause bei Kaffee und Kuchen, springen auf und laufen los. Oh, so, da sind sie, die Kameraden. Sie sehen hier jetzt mehrere Fahrzeuge. Einer, der diesen gehetzten Blick hat, mit der gelben Weste, das ist der Einsatzleiter. Der rennt jetzt allererstes Mal zum Fahrzeug mit dem Gruppenführer, macht sich ein Bild von der Lage und stellt fest, was ist das für ein Auto, wie viele Verletzte haben wir, stimmen die ganzen Angaben, wie geht es dem da drinnen, was muss ich tun. Dafür hat er etwa 20, 30 Sekunden Zeit, um die Sachlage zu erfassen und sofort seine Leute in Bereitschaft zu bringen. So, das heißt, der erste Befehl, was zu tun ist, ist erlaufen. Jetzt geht der Einsatzleiter erneut los, nimmt sich dieses Mal etwas mehr Zeit und erkundet die Sachlage etwas deutlicher. Parallel bereiten die Feuerwehrleute einige Sachen vor. Sie sehen da eine komische orange Matte. Diese Matte dient dazu, dass dazu die Rettungsgeräte abgelegt werden, damit dann alles griffbereit da ist und nichts vergessen wird. Parallel dazu wird ein Löschangriff vorbereitet mit zwei Löschmitteln. Das heißt, einmal Wasser und einmal Pulverlöscher oder Schaum, falls das Fahrzeug anzubrennen fängt, damit auch das bereit liegt. Und Sie sehen im Hintergrund noch mehrere Fahrzeuge stehen. Da hinten der letzte große, der sogenannte Rüstwagen, der steht im Background, weil da noch Spezialwerkzeug drauf ist, was natürlich auch vorbereitet wird, was auf diesem ersten Fahrzeug, was Sie hier vorne sehen, das Hilfsrettungsfahrzeug, nicht verlastet ist, weil wir nicht alles zusammen immer komplett mitbekommen. Parallel dazu steht hier vorne noch der Einsatzleitwagen. Das ist dieser rote Bulli direkt vor der Bühne. Dort sitzen mindestens zwei Leute drin, die jetzt am Arbeiten sind. Das heißt, die gesamte Kommunikation an der Einsatzstelle läuft über diesen Wagen. Dort setzt man sich jetzt auch hin, klappt seinen elektronischen Mitarbeiter auf, das ist ein Laptop, und holt sich aus dem Internet oder aus den festgespeicherten Daten die sogenannte Rettungskarte. Und das ist etwas, meine Damen und Herren, das ist für Sie alle sehr wichtig. Die Rettungskarte, der Einsatzleiter hält das gerade mal hoch, ist ein Stück Papier, in dem genau für Ihr Fahrzeug bestimmte Daten erfasst sind. Und jeder von Ihnen sollte diese Rettungskarte im Fahrzeug hinter der Sonnenblende haben. Die Frage ist, wo kriegen Sie das Ding her? Hier ist der DEKRA-Stand. Und zu diesem DEKRA-Stand, da können Sie einfach hingehen und sagen, ich habe ein Auto.